Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Venetica. Wir waren stehen geblieben in den Arsenal-Katakomben. Bam. Wow. Bam, Alter. Blödes. Wow. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, Skelett kann sich, wie es aussieht, nicht wegrollen. Das wird wahrscheinlich in seine Einzelteile zerfallen, wenn es versuchen würde zu rollen. Schauen wir mal. Sieht hier irgendwas nach irgendwie halbwegs Geheimgang aus? Wow, das sieht mich, wenn ich in der Schattenwelt bin. Das kann ich nur in der Schattenwelt angreifen. Wow. Damn. Wow. Jetzt muss ich auch nochmal kurz in die Schattenwelt, weil vielleicht kann ich den auch nur in der Schattenwelt looten. Das sind ja miese Viecher. Ah, Brackel. So, Lebenslauf. Na, no, gut, dass meine Waffe den Schaden macht. So, noch den Rest hier. Maulbast. So. So, was wollte ich ja noch machen? Nein, da kann man nichts machen mit den Schädeln. Hey, ich wollte looten. Man kann nicht looten, weil man sich automatisch wieder erweckt, wenn man Linksklick macht. Ich Idiot. Brackel! Langweilig. Sind aber im schweren Modus auch nicht wirklich schwer da. So, noch ein bisschen Leben. Klauen. So, Vorsicht, passen, da nicht, dass der zweite da von links kommt. Was man auch beachten muss, wenn man diese Schwertkombi macht, dass man nicht zu langsam drückt, weil wenn man zu langsam drückt, dann greift dieser kleine Brackel. Ja, genau, wenn man zu langsam drückt. Das war jetzt nicht zu langsam in dem Sinn, sondern das war, irgendwie hat sie jetzt nicht getroffen. Das passiert auch ab und zu, ich glaube. Ich weiß nicht, wann das passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall mal zu Nox wieder schauen oder zu irgendeinem anderen, der mir diese Todesfertigkeiten beibringt. Weil ich habe. Wenn ich jetzt mal schaue, das hier nur auf 1 von 4 geskillt und ich kann. Und ich kann da noch mehr skillen. Wenn ich das auf 4 skill, dann kann ich da bestimmt einiges an Lebenspunkte rausholen für mich. Was mir vielleicht sogar bei Endgegnern helfen könnte. Oh, ein Skelett. Oh, zwei Skelette. Sag mal, das Skelett hat sich jetzt auch abgeholt. Gibt's doch nicht. So. Wie wär's mit Sterben? Mein lieber Scholle, du. Oh, ein Bett. Sieht gemütlich aus, ne? So, hier so ein Geben von Totenschädeln und mitten in irgendwelchen Katakomben. Steht einfach mal so ein Bett rum. Brackel! Bam! Meins! Was machst du mit meiner Lebensenergie in deinem Körper? Verdammt, jetzt funktioniert kein Angriff mehr. Ah, weil dieser Au, 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 au! Kannst du mal aufhören hier? Autsch. Ja, die hauen einfach, weißt du, die. Das sind so richtige Arschlöcher.
Stirb! Nein, ich will die Waffe! Meine Schattenenergie wird mit einem Kill aufgefüllt. Was soll denn das? Das ist viel zu einfach. Da bringt das gar nichts, wenn mich die Gegner einmal besiegen. Boah, das ist... Ich beschwere mich gerade, dass das Spiel zu einfach ist. Und das auf schwer. What the fuck? Warum hat der Lebens verloren? Hui. Ah, wenn ich Energie... Wow, was ist das? Was ist da los? Aha. Meine Skelette! Könntest du aufhören, meine Erfahrungspunkte umzubringen, bitte? Danke. Sonst muss ich dich bestrafen. Machen wir mal hier 5 schnell weg. Ich brauche die nämlich gar nicht, die Laterne. Die verbraucht nur Tran. Nope, die kann man nicht looten. Aber die geben 170 Erfahrungspunkte für was? Die können gar nichts. Okay, man muss sie in dieser Schattenform-Ding töten, aber... Und? Ist mir doch egal, in welcher Scheißform ich die töte. Hör mal auf, dich zu rollen! Hör mal auf, zu blocken! Ja, klar! Um jetzt noch meinen Schaden machen zu müssen. Ich muss wahrscheinlich mehr auf Magie skillen. Das ist ja... wird ja langsam... Das wird hier langsam bescheuert. Mit diesen Gegnerblocken auf schwer. Wow. Wenn man eine gewisse Geschwindigkeit angreift, dann fühlt sich, glaube ich, der Gegner auch ein bisschen schwerer im Blocken. Au, au, hör auf. Das tut mir doch nicht immer weh, das gibt's doch nicht. Sag mal, warum heilt sich meine Lebensenergie eigentlich? Habe ich diesen Ring für 12.000 gekauft? Oder habe ich irgendwas anderes? Nee, ich habe keinen Ring an, oder? Nee, ich habe keinen Ring. Ich habe keinen Ring. Was ist das hier? Ach, Quatsch. Wo bin ich? Level up! Way! Da, 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 da. Gut, Level up, das ist schön. Hier muss irgendwo noch ein Gegner sein, sonst wäre diese Kampfmusik hier nicht. Tja. Ich sehe keinen. Hallo. Gegner? Gegner! Gegner! Boah, da war irgendwas. Garten, ah! Grandos Dugatos. Komplizierte Karte. Ich gehe mal eine Ebene weiter hoch. So, wo komme ich jetzt eine Ebene weiter hoch? War ich hier schon? Nein, da war ich noch nicht. Wow, Brackel! So, friss, 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 friss. Genieße den Schmerz. Solange du noch am Leben bist und Schmerz genießen kannst, denn jetzt bist du gleich tot. Ich hab dich umgebracht. Die geben da 50 Erfahrungspunkte. Hey, für das, was die Schaden machen und für das, was die einstecken können, müssten die 200 Erfahrungspunkte geben. Diese beschissenen, untoten Viecher hier, die ich nur im Reich der Toten angreifen kann, die geben weniger. Geben mehr. Die geben viel mehr und sind viel leichter zu können und halten viel weniger aus. So meinte ich's. Da geht's lang. Ich möchte hier aber rechts rein irgendwie. Hey, cool. Goldkette.
darüber. Ja, genau da wollte ich. Aha, aha, stöhnen, keuchen, grüllen. Da! Ah, Skeletos, hallo! Wie geht es dir? Ich hätte gerne ein Autogramm, deine Seele! Noch ein Skelett! Way! Wovon ist es eigentlich abhängig, wenn man stirbt, ob man ein Skelett wird oder ob man einfach nur tot ist? Das würde ich gerne mal wissen. Da, 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 hier ist gar nichts. So, schauen wir mal, ist hier irgendwas? Stirb, du Vase! Bla, bla, hier kann ich mich nicht durchzwängen. Hier ist scheiße. Hier Kronleuchter, Weg versperren, alles erkundet. Passt, weiter und... Langweilig. Ich dachte, hier ist irgendwas Besonderes. Kann ich hier aufs Dach? Ich kann hier nicht mal aufs Dach. Was soll denn der Scheiß? Ja, da unten ist ein Viech. Kampfmusik interessiert mich nicht. Hallo Verbrannter. Und hier. Scarlet, oh. Hier bist du ja. Ich habe dich gesucht. Es war eine schreckliche Nacht. Nox, was machst du? Was ist mit deinen Augen los? Sie sind weg. Sie sagten, sie wollten uns hier treffen, um einen Friedensvertrag zu besprechen. Wer hat dir das angetan? Wir glaubten, es wäre die Wahrheit, weil einer von uns die Nachricht überbrachte. Liora. Wir alle sind hierher gekommen, direkt in die Falle. Dies war die Nacht der Klinge. Sie haben den Widerstand zerschmettert. Später in dieser Nacht haben sie einen Weg gefunden, untot zu werden. Unsterbliche, die sich dem Tod entzogen. Das war vor 7 Monaten. Nun liegt alles im Dunkeln. Wer hat dir das Augenlicht genommen? Wer hat dir das angetan? Das ist unwichtig. Ich habe dich nicht verraten. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich das Richtige getan. Ich habe es für dich getan. Wow, willst du in Ordnung? Tu, was getan werden muss. Für mich. Ich weiß noch so wenig. Du musst nur wissen, wenn Victor das schwarze Grimoire findet, kann er den letzten Zauber wirken und die Ordnung, wie wir sie kennen, wird ein für alle Mal zerschmettert. Lass ihn nicht das Buch in die Finger bekommen. Und solltest du die Möglichkeit haben, in seine Nähe zu kommen, dann rahme deine Mondklinge direkt in sein untotes Herz. Egal, was dafür getan werden muss, wir alle müssen einen Preis zahlen. Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Oder ist es zu spät, wie Liora sagt? Vielleicht finden wir es bald heraus. Ich werde hingehen. Du weißt, was zu tun ist. Und nutze deine Fähigkeiten. Hier ist noch jemand, der dir helfen kann. Wie? Ja, hallo.